Remscheid ist so schön. Und das große Fest fängt bald an. Ein kleines Kätzchen war und ich die Stadt hier zum ersten Mal sah. Da wusste ich sofort, hier bleib ich. Komm und mach einfach mit. Okay, sera, sera. Liebes Remscheid, deine Bürgerinnen und Bürger sind gerne erst einmal Lüttringhauser, Lennepar, Fastener, Krebenhonner, Honsberger, Bliedinghauser und so weiter. Und dann erst sind sie Remscheiderinnen und Remscheider. Daran hat sich in den vergangenen 90 Jahren nichts geändert. Die Identifikation mit dem eigenen Stadtteil oder Quartier ist etwas, was Remscheid so bemerkenswert macht. Manchmal ist das anstrengend. Dann schauen manche schon mal eifersüchtig auf das, was gerade im anderen Stadtteil geschieht. Dann ist man nicht die gemeinsame Großstadt, dann kämpft man darum, dass es dem eigenen Sprengel mindestens genauso gut wie den anderen, am liebsten noch ein bisschen besser. Nein, meistens aber ist das alles sehr liebenswert. Was würdest du, Remscheid, ohne die Menschen machen, die sich in ihren Stadtteilen engagieren? Es gäbe keinen Lennepar Sommer, keine Heimatspiele in Lüttringhausen, kein Fest auf Hasten oder Honsberg. Dann gäbe es nicht die tollen Vereine, die so sehr für die Attraktivität in ihrem Stadtteil sorgen. Wie wäre es um dich, Remscheid, bestellt, wenn es nicht die vielen Ehrenamtlichen gäbe, die sich für die Menschen und das Miteinander in den Stadtteilen einsetzen würden? Ja, Remscheid, du kannst stolz auf dich und deine Stadtteile sein. Und du kannst stolz auf deine gemeinsame Geschichte sein. Egal, ob es nun damals vor 90 Jahren tatsächlich nur 4 Stimmen Mehrheit für den Zusammenschluss gab. Du hast eine bewegte und bewegende junge Geschichte. Seit vielen Jahren sind viele Menschen aus anderen Ländern bei uns heimisch geworden und bringen ganz neue Lebensarten dazu. Das alles zusammen ergibt eine besondere Mischung, eben das Bergische. Manchmal sind sie mir zu pessimistisch und zweiflerisch. Das müssten sie eigentlich nicht sein. Natürlich gibt es auch Sorgen und Probleme. Die bezeichne ich lieber als Herausforderung. Das klingt gleich viel optimistischer. Liebes Remscheid, ja, was ich dir zu deinem Geburtstag vor allem wünsche, ist sehr viel Optimismus. Denn wir uns alle auf die Stärken dieser Stadt mit in ihren unterschiedlichen Stadtteilen und ihren liebenswerten Menschen hier besinnen, wenn wir alle das Glas nicht immer als halb voll betrachten, wenn wir uns alle in der Verantwortung sehen, nicht nur danach zu fragen, was du, Remscheid, für die Menschen tust, sondern was wir alle für unsere Stadt tun können, dann bin ich für deine Zukunft nicht bange. Deswegen lasst uns alle heute den 90. Geburtstag gemeinsam feiern. Nicht als Dinner for One, sondern als schönes gemeinsames Fest für unsere Heimatstadt Remscheid. Ganz herzlichen Dank an alle haupt- und ehrenamtlichen Menschen, die uns dieses Fest durch ihren unermüdlichen Einsatz ermöglichen.
Remscheid, Glück auf. Ich habe nicht mit einer solchen erfreulichen Anzahl gerechnet. Und Sie tun sich einen Tort an, wenn Sie jetzt alle mitkommen werden. Wer von Ihnen wäre denn vielleicht bereit, eine Stunde später die Führung zu machen? Dann raus mit Ihnen! Raus! Ihnen ist ja angekündigt worden, dass ein gewisser Horst Diederichs hier heute Führung machen soll. Das ist nicht der Fall. Ich darf mich kurz vorstellen. Borcherding ist mein Name. Ich bin Gerichtsassessor und Dr. Jur und arbeite seit 1928, also seit einem Jahr, bei der Stadt Remscheid. Man hat mir hier einen etwas unwürdigen Titel gegeben. Ich bin juristischer Hilfsarbeiter. Aber Sie werden nachher sehen, unser OB Hartmann und der Beigeordnete zu Hellen sind ja auch Juristen. Aber naja, manchmal juristisch nicht so genau. Das ist dann meine Arbeit. Und ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen in unserem schönen Rathaus, das ja nun seit einigen Tagen für Altremscheid, für Lennep und für Lüttringhausen die Verwaltungszentrale ist, dann möchte ich Ihnen dieses Rathaus etwas näher bringen. Dieses Rathaus ist von 1906 und wir haben das ja, das war schon vor meiner Zeit, in wunderbaren historischen Formen gehalten mit diesem Turm, der wie flandrische Rathäuser die Bedeutung der Stadt zeigt. Denn auch das alte Remscheid hat seine Tradition. Natürlich nicht so wie die Handelsstadt Lennep, wie die Freiheit Lüttringhausen, aber das Dorf Remscheid hat sich doch gemacht. 1808 Stadtrechte, 1888 sind wir ja aus dem Kreis Lennep ausgekreist worden. Und mit diesem Rathaus haben wir gezeigt, dass wir stolz sind auf unsere Schmiede, Werkzeug, Sensel und Sichelproduktion im 16. Jahrhundert. Also auch wir in Alt-Remscheid haben Tradition. Und das können Sie an diesem wunderschönen Rathaus sehen. Oh, Gott sei Dank! Da vorne ist unser Lehrcenter. Wir sind endlich wieder in Remscheid in unserem Zirkus. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Pünktlich. Hallo, jetzt schon eins zur großen Show. Pünktlich um kurz nach eins. Aber du auch schon. Ach, super. Dann können wir jetzt ja endlich mit unserer großen Show starten. Ich bin so froh, dass wir nicht im Ziel sind.
Ja, dann kann ich auch.